Das Ganze ging über viele hunderte Jahre und wurde erst im 16. Jahrhundert maßgeblich unter der Führung von Martin Luther reformiert. Neben diesen christlichen Bräuchen gibt es auch heidnische bzw. weltliche Bräuche, die jedes Jahr an Weihnachten auftreten. So sind der geschmückte Weihnachtsbaum, unter dem in der Regel die Geschenke zur Bescherung liegen, der Weihnachtsmann und auch der Glühwein als Weihnachtsgetränk bereits deutlich länger zurückverfolgbar und bestimmen bis heute das Weihnachtsgeschehen maßgeblich. Die Christen haben sich schlussendlich für eine Kombination aller Bräuche entschieden, die das moderne Weihnachtsfest dementsprechend weit ausgestalten lassen.